Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Far Cry, wir sind hier gefangen und müssen hier irgendwo hin. Aber wir können nur in die eine Richtung. Ich sag mal, wir laufen mal ein paar Meter und dann geht's los. Bleib also dran. Also ich brauche nur vorwärts drücken, aber weiter passiert hier nichts. Okay. Ich habe nun nichts mehr. Wir gehen mal zurück, hier lag ja ein bisschen was rum. Ich hätte uns alles abgenommen. Komm, wir rutschen mal hier durch. Die Flucht. Und ich möchte John Gunn persönlich von meiner Sünde befreien. Dank ihm weiß ich, dass meine Sünden verhindert haben, der Mann zu sein, der ich sein will. Ich danke dir, dass du mich erwählt und mir die Verantwortung gegeben hast. Jawohl. Ja, deswegen sollte man das wahrscheinlich auch zuerst machen, weil man hier sehr viel verliert, wie es aussieht. Ja, korrekt. So geht's natürlich auch. So, komm mal auf hier, die Ding. Ganz vorsichtig vordringen, weil hier wird es auch heller. Ja, aber wir sie retten. So ist es. Bald spielt es keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt, werden sie es uns danken. Wir werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. So, ich glaube, das geht doch. Korrekt. Ich hab ihn! Gleich da! Alles, was du sagst. Ja. Ich treib sie ab. Shit. Mit dem Spaten? Drecks. Piepe. Aber wir waren gut. Ich fand, wir waren gut. Bitte nicht ganz von Anfang. Vielleicht von der Tür. Das wäre okay. Damit könnte ich jetzt leben. Okay, jetzt probieren wir es aber mal ein bisschen einen Zacken schneller zu machen. Erstmal holen wir uns hier die Waffe. Genau, die nehmen wir mit. Erste-Hilfe-Kasten. Können wir auch mal gebrauchen.
Hier rein war das? Ja, genau. Jetzt muss ich mal kurz konzentrieren hier. Und ich möchte John danken, dass er mich von meiner Sünde befreit hat. Dank ihm weiß ich, dass meine Sünden verhindert haben, dass du stirbst. Lebt er noch? Puh. So, nicht das erste Hilfeset benutzen. Das wollen wir nicht. Na, guck mal, wir haben auch Messer, sehe ich gerade. Eins von neun. Ist das die Haltbarkeit? Das ist doch eine andere Waffe, mir mal nehme. Nee, er macht keinen Unterschied. Das Messer kriegt man ja immer wieder, das ist ja das Gute. Okay, jetzt nochmal. Ganz vorsichtig. So, wir warten mal wieder, bis der weg ist, der eine, der da. Bald spielt das keine Rolle mehr. Wenn der Kollaps kommt, werden sie es uns danken und sie werden uns all die Angst und den Schmerz vergeben. Ich hab die Waffe vergessen. Boah, ja, aber nicht. So, okay, das sieht schon mal gut aus. Wir kriegen auch schöne Punkte durch die Messerwürfe. Es könnte schlimmer sein. Weißt du, hier musst du nur beichten. Im Osten, tja, sagen wir mal so, zu viel Bliss kann einem auch zu Kopf steigen. Faith hat sich ihre Angels erschaffen, aber gut behandelt. Okay, wir gehen einfach mal rein. Gucken, was hier drin ist. Uhu. Ja, welche Waffe ist jetzt besser? Wahrscheinlich mehr Durchschlagskraft. Was lesen wir denn hier? Verlorene Schlüssel. Hey, ja gut. Korrekt, jetzt haben wir sie hier beide drin. Und hier kann ja keiner weiterkommen. Shit, wo haben wir die denn her? Ich geh mal noch. Da geht doch.
Oh, wo man zum Spaten. Den ganzen Messer hin. Hier sind noch Messer. Ganz ruhig. Ich glaube, wir gucken erstmal hoch. Aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Hier ist zu. Okay, dann müssen wir runter. Bis jetzt läuft's gut. Ja, sind hier falsch. Wo müssen wir denn lang? Ah, doch, hier oben hin. Ah, jetzt ist hier offen. Okay. Gut. Haben wir gut gemacht. Alle gekillt. Grüezi. Okay, die hauen ab, die fliehen. Shit. Ah, da, guck mal, da war ja schon die Tür, hab ich ja gesehen. Gebt ihm all den Jägern, den es verdient, Brüder. Sagt ihr, ich gebe mein Leben im Namen des Vaters. Brauchen wir nicht. Vorsichtig sein wegen dem Heal-Schaden, dass sich das ein bisschen wieder verbessert. Lasst ihn sich an seiner Sünde laben! Lasst ihn daran ersticken! Suhle dich in deiner Sünde, auf dass du siehst, wie vergeblich du dich mühst! Okay, die Eilen sind echt übel. Das sind wohl hier die bösen Gegner, aber wir sind draußen. Deine Sündenverzeihung macht dich blind gegenüber dem Leid, das du verursachst. Sie gestattet dir, Menschenleben einfach so auszulöschen. Hast du dir auch niemals nachgedacht? Okay, wir haben keinen Zeitdruck mehr, das ist das Gute. Komm, noch jetzt. Boah, die leben ja immer noch. Siehst du? Das ist die Macht des Ja! Du kannst hier nichts mehr tun, Deputy. Ich komm dich holen, wenn du bereit bist. Okay, der lässt uns wohl hier erstmal in Ruhe. Friss deinen Jähzorn in dich hinein. Denn wenn du das nicht tust, wenn du hier bleibst, lasse ich deine Prinzessin wie ein Schwein ausbluten. Korrekt, sowas habe ich gebraucht. Guck da mal, du Drecksvieh, so.
Reicht mit der, aber wird auch wohl nichts. Ja, den müssen wir loswerden. Ist aber hier. Oh Gott. Es wird langsam echt eng. Wir hauen einfach ab. Vor allem gegen die Köter. Scheiß Maschine. Eine Pistole, Alter. Willst du mich natzen? Okay, wir müssen hier weiter fliehen. Damit kriegen wir den weg. Wo ist er? Shit! Ah! So, das nenne ich mal ein Komm. Ich dachte eigentlich, wir machen hier Straßenverfolgung, aber anscheinend doch nicht. Okay, ja, da stand auch schon, wo wir unsere Waffen wieder herkriegen. Wo waren wir denn jetzt? Da oben. Okay, und wir wollten eigentlich dahin. Da hatten wir Wasserflugzeug. Hier haben wir noch eine Quatschstation. Ja, wir müssen jetzt unsere Sachen irgendwie wieder bekommen. Ich glaube, dazu reisen wir mal hierher. Schnellreise nicht verfügbar. Okay, ja, weil wir die Mission noch nicht abgeschlossen haben, ist richtig. Jetzt müsste es aber klappen. Ja, wunderbar. Aber jetzt wissen wir halt, wie die ganze Sache ablaufen wird. Das hatten wir beim letzten Mal, wo wir hier waren in der Gegend, komplett verkackt. Wir sind ja einfach abgehauen, weil wir dachten, wir sind fertig. Aber nee, war nicht so. Ich brauche erstmal Muni und Waffen, Jungs, Mädels. So, und vor allem die dritte Waffe. Firestart im Besitz, das ist ja die eine. Ist die besser als Johns seine? Die hat 89833. 7, 9, 8. Na, John ist noch ein bisschen besser. Dann nehmen wir uns mal John mit. So. Fünf, sechs, fünf, fünf.
7455, genau. Die war auch soweit ausgerüstet, das war korrekt. Ja, und was nehmen wir als dritte Waffe? Wollen wir eine Schrot mitnehmen? Kostet natürlich ordentlich Schotter. Gehört uns ja alles schon. Jetzt müssen wir uns hier echt wieder mal vernünftig ausstatten. Oh, eine Special. Haben wir ja auch noch. Die ist schon fett, ne? Wollen wir mal auf den Bogen aufgehen? Haben wir uns ja noch nie so wirklich mit beschäftigt. Ja, die Handhabung ist hier ein bisschen schwerer. Puh, was für Preise. So, aber wir haben jetzt immerhin hier schon mal ein paar Sachen. Wir sorgen hier weiter für Ruhe. Geteiltes Leid ist eben doch halbes Leid. Danke. Halt noch echt am Arsch der Welt. Guck mal, wir können mal da hochspitschen und dann machen wir da die Feierabend für heute, würde ich mal fast sagen. Kommt die zurück? Jetzt gibt's Sünder, ihr Sünder! Habt das Ziel gesichtet. Oh! Ich markiere den Gegner! Na komm her. Ich mache hier alles platt, ne? Der geht mir jetzt tierisch auf die Eier gerade. Sie machen Schweizer Käse aus mir! Ja komm, verzieh dich. Okay, jetzt ist auch wenigstens Ruhe. Ne, Waffe muss man sich erstmal noch dran gewöhnen. Aber so an sich glaube ich echt nicht verkehrt. Hier klar, die ist natürlich auch Bombe. Und jetzt haben wir hier jetzt auch noch den Bogen, um ein bisschen lautloser vorangehen zu können, weil Schalldämpfer hin oder her, die hat zum Beispiel gar keinen mehr, ist halt auch immer nicht so Bombe. Und da sind wir also auf der sicheren Seite, hier sind wir auch komplett wieder voll soweit. Na, hier haben wir auch nicht viel. Na gut, so können wir auf jeden Fall wieder loslegen. Danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss.